Mein Name ist Christoph Donalski, ich bin Coach, Speaker und Trainer im Bereich der Hypnose und im Bereich des menschlichen Unterbewusstseins, welches mehr oder weniger wissenschaftlich erwiesen zu 95% für unser Leben verantwortlich ist. Im heutigen Video chronische Schmerzen, Phantomschmerzen und andere körperliche Phänomene möchte ich als erstes auf die Geschichte einer Dame eingehen, die was ich, ja ziemlich zu den Anfängen meiner Zeit als Hypnotiseur begleitet habe. Und zwar ihre Geschichte ist die, sie hat vier Bandscheibenvorfälle gehabt und sie hat sich dann sogar die Nerven durchtrennen lassen, dass sie diese Schmerzen, die was nach den OPs immer noch da waren, eben nicht mehr gespürt. Ja, das Ergebnis dieser Operation war, dass sie trotzdem weiterhin diese Schmerzen im Rücken gehabt hat. Ja, also die Schmerzen waren weiterhin da, es hat nicht geholfen. Und ja, was hat sie gemacht? Sie hat sich auf die Suche nach verschiedensten Therapeuten gemacht, Ärzte, Spezialisten. Und leider hat ihr nichts helfen können. Medizinisch war alles abgeklärt. Es hat sie keiner erklären können. Und ja, sie hat gesagt, na, sie wird irgendwelche Phantomschmerzen bzw. Ähnliches haben. Irgendwann ist sie dann auf meine Homepage gestoßen und hat sich das angeschaut und hat sich gedacht, naja, okay, let's give it a try, sie probiert es aus und hat mich kontaktiert und ist dann zu mir in die Praxis gekommen. Und ich habe dann gesagt, schau her, was ich für sie machen kann, ist das, ich kann ihr Selbsthypnose lernen. Also ich kann ihr Selbsthypnose lernen, wie sie das bei sich selber anwendet, damit sie selbst schauen kann, ob sie ihre Schmerzen dann regulieren kann, ob sie ihre Schmerzen verändern kann. Und ja, das habe ich dann gemacht. Das war dann bei der dritten Sitzung, dass sie in der Sitzung, also in der Selbsthypnose, das dann geschafft hat, dass sie die Schmerzen runtergefahren hat. Und dann hat sie es wieder aufgefahren und da richtig gesehen, wie sie so einen Ruck gegeben hat, gell? Also wie sie die Schmerzen dann wieder erhöht hat. Und also das war eigentlich der Durchbruch, weil sie das dann geschafft hat, dass sie einen Einfluss auf ihre Schmerzen nehmen kann da und dass sie es dann umsetzen kann. Das heißt, sie hat es in der Hypnose schon geschafft hat, mit der Selbsthypnose. Ich habe in meiner Hypnoseausbildung ein wirklich, wirklich gutes Modell gelernt und dieses Modell möchte ich dir jetzt zeigen, weil dieses Modell hat mir persönlich in meinem Leben einmal extrem, extrem, extrem weitergeholfen, wo ich selber mit so körperlichen Themen zum Kämpfen gehabt habe. Ich habe nicht mehr weiter gewusst. Also ich habe geglaubt, ich muss mit dem mein Leben lang leben. Und das Gute war aber, wie ich dieses Modell, was ich jetzt gleich zack, kennengelernt habe, habe dann verstanden, aha, wie ich das selber beeinflusst habe, dass ich diese körperlichen Probleme gekriegt habe, diese Beeinträchtigungen. Und da werde ich dann eh, nachdem ich das Modell erklärt habe, weiter darauf eingehen, was eben meiner Meinung nach so essentiell ist für dieses Verständnis, für diese Themen, wie die eben passieren können oder funktionieren können. Dieses Modell hat eben vier Boxen und oben rechts ist jetzt die erste Box. Box, das letzte N ist jetzt nicht so optimal. Die Box der Imagination. Was ist die Imagination? Die Imagination ist der Vorstellungskraft. Das heißt, sobald du was liest, sobald du ein Buch liest oder auch was anderes, regt es der Vorstellungskraft an, der Imagination. Wenn du einen Film anschaust, regt es ebenfalls der Vorstellungskraft an, der Imagination. Ja? Wenn du eine Komödie anschaust, kann es sein, dass du lachen musst. Wenn du einen Thriller anschaust, dann spürst du diese Spannung oder diesen Nervenkitzel beim Psychothriller. Ja, beim Horrorfilm, oh, spürst du auch diesen Horror und diese Spannung. Beim Erotikfilm natürlich das Knistern, ja, also das Erotische und so weiter und so fort. Ein ganz einfaches Beispiel ist auch, du hast sicher eine positive Erinnerung. Nimm mal die erste positive Erinnerung, die was dir jetzt in den Sinn kommt.
Und jetzt stell dir mal vor, du denkst den ganzen Tag lang immer und immer und immer wieder an diese eine positive Erinnerung. Was wird dann passieren in deinem Körper, mit deinen Gefühlen? Was wird passieren? Genau, du wirst dieses positive Gefühl vielleicht ein wenig oder vielleicht auch sehr viel spüren, aber auf jeden Fall wird es was mit dir machen, wenn du immer und immer wieder dir diese positive Erinnerung herholst. Und jetzt denk mal an eine negative Erinnerung. Also an eine negative Erinnerung, an die es okay ist, für die zu denken. Und hol dir diese Erinnerung mal her. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn du einen ganzen Tag lang über diese negative Erinnerung nachdenkst. Was macht das mit dir? Was passiert dann? Genau, es macht wieder was mit dir, mit deinem System, mit deinem Körper, weil wenn du einen ganzen Tag lang an diese negative Erinnerung denken würdest, wird das negative Gefühle in deinem Körper auslösen. Und da komme ich jetzt da schon zu der zweiten Box. Die Box der Physiologie, das heißt des Körpers. Und wie ich jetzt gesagt habe, wenn du hergehst und einen ganzen Tag lang mal an diese negative Erinnerung denkst, dann löst es ein negatives Gefühl in dir aus. Das heißt, es bewirkt was in dem Körper. Das heißt, die erste Box wirkt auf die zweite Box, nimmt Einfluss auf sie. Und was passiert jetzt, wann die erste Box, ja, einen Einfluss auf die zweite Box genommen hat? Also wenn der Imagination, der Vorstellungskraft einen Einfluss auf der Gefühlsnummer hat. Einfaches Beispiel. Sagen wir, es geht wer zum Vorstellungsgespräch. Okay? Sagen wir, er hat sich bei einer Firma beworben und jetzt war es auch oft so, in seiner Vergangenheit hat er einfach sehr oft Absagen gekriegt. Dort, wo er sich beworben hat. Das heißt, er hat öfters Absagen gekriegt, er hat den Job nicht gekriegt. Und ja, mit was für einem Gefühl wird er denn jetzt in das Vorstellungsgespräch gehen, beziehungsweise welche Gedanken wird er denn jetzt schon vor dem Vorstellungsgespräch haben? Glaubst du, dass sich der jetzt eher denkt, boah, cool, super, hey, das wird was werden? Oder dass sich der eher denkt, boah, ja, scheiße, die letzten Male hat es nicht funktioniert. Hoffentlich funktioniert es das mal. Was ist, wenn ich wieder Absage kriege? Was ist, wenn der Personalleiter mich nicht gut findet? Was ist, wenn ich dem Chef nicht sympathisch bin? Was ist, wenn ich mich nicht gut präsentieren kann? Wenn ich mich nicht gut verkaufen kann für diesen Job? Das heißt, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass sich der negative Gedanken gemacht hat, dass der einen Zweifel gehabt hat, ja? Dass der seine Imagination in diese Richtung gehend benutzt hat. Ja, was hat er jetzt für Gefühl schon vor dem Vorstellungsgespräch und auch auf dem Weg zu den Vorstellungsgesprächen? Na, das Gefühl ist nicht gut. Weil er geht ja in seiner Erinnerung wieder an all die Situationen, wo er sich vorgestellt hat, wie das nichts geworden ist. Und genau dieses Gefühl hat er dann auch in seinem Körper. Und mit genau dem Gefühl geht er dann hin. Und ja, jetzt sage ich mal, okay, er hat dann natürlich bei diesem Vorstellungsgespräch den Job nicht gekriegt. Was wird er dann sagen? Genau, ich hab's eh gewusst. Hab ich eh gewusst, dass es so wird. Ja? Und was hat er jetzt gemacht, wenn er hingeht und den Job nicht kriegt? Da komme ich jetzt zur nächsten Box. Er hat eine Erfahrung gemacht. Und zwar die Erfahrung, dass es eh gewusst hat, dass es vorher schon gewusst hat, dass er den Job nicht kriegt, dass das nichts wird. Ja? Und das heißt, alles das, was er gefühlt hat, alles das, was er in seinem Körper drin gehabt hat, was er physiologisch gefühlt hat,
hat einen Einfluss auf die Erfahrung genommen. Naja, klar, wenn er in seinem Körper diese ganzen negativen Gefühle hat, wenn er sie vorher schon so fühlt, wie er sie immer gefühlt hat, wie er die Absagen gekriegt hat, dann beeinflusst das seine Handlungen, das beeinflusst das, was für Ausstrahlung das er hat, das beeinflusst das, was er sagt, das beeinflusst das, wie er sie präsentiert. Und dann sagt er, ja, ich hab's eh gewusst, eh klar. Jetzt passiert Folgendes. Diese Box, die wirkt dann auf das, was meiner Meinung nach am wichtigsten ist in diesem Kreislauf. Das ist der Glaube. Aber jetzt nicht der Glaube in der Kirche. Okay? Obwohl ich persönlich selber ein gläubiger Mensch bin. Also ich habe einen großen Glauben. Ja? Bin jetzt nicht unbedingt ein religiöser Mensch, aber ich habe einen extremen Glauben. Ja? An was Größeres, dass es sowas gibt. Mehr als das. Und ich weiß das auch, dass das gibt. Also bin überzeugt davon. Und diese Erfahrung, die wirkt jetzt auf sein Glauben. Auf was? Auf sein Glaubenssatz. Weil er hat ja den Glaubenssatz gehabt, hey, ich bin nicht gut, wenn ich mich wo bewerbe. Ich bin schlecht. Ich habe die letzten Male die Jobs nie gekriegt. Also er hat schon einen Glaubenssatz, dass seine Bewerbungsgespräche nie gut ausgingen. Und die Erfahrung hat ihm das wieder bestätigt. Ja? Die hat ihm das wieder bestätigt und die hat seinen Glauben wieder gestärkt. Und das Spannende ist jetzt, alles das, was dort drin ist, das ist vor allem im Unbewussten. Das sind unsere Glaubenssätze, das sind unsere Überzeugungen, das sind unsere Prägungen. Das ist alles das, was wir mitgekriegt haben in unserem Leben und was wir darüber hinaus immer wieder mitkriegen. Ja? Und das ist jetzt das Verrückte an der Sache, das ist so freaky. Diese Glaubenssätze wirken automatisch auf unsere Gedanken. Diese Glaubenssätze wirken automatisch auf unsere Gefühle. Das heißt, je nachdem, welche Glaubenssätze du hast, so erfährst du deine Realität, so gehst du in deinen Tag und dann erlebst du diese Dinge anhand deiner Glaubenssätze, weil durch deine Glaubenssätze automatisch Gedanken entstehen. Und bei meinem Vortrag, die Kraft des Unterbewusstseins, die Gedanken unsere Realität erschaffen, mache ich mit den Teilnehmern immer extrem coole Übungen, damit sie verstehen, hey, okay, wie funktionieren denn unsere Glaubenssätze? Wie funktioniert denn das, wenn er rausgeht in die Welt und seine Glaubenssätze einen beeinflussen? Und ich habe erst heute einen Termin mit einem Klienten gehabt, der was beim Vortrag war, und der hat gesagt, hey, das war so krass, diese Übung, weil das hat ihm die Augen so geöffnet, ja. In einem Bereich seiner Arbeit, da hat ihm das seine Augen so geöffnet, da ist ihm das so klar geworden, dass das vielleicht nicht mehr so passt, ja, anhand dessen, was da rausgekommen ist. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf den Typen, der was sich da beworben hat, ja, seine Glaubenssätze, die können jetzt da automatisch auf seine Gefühle wirken. Okay? Die können jetzt da einen Einfluss auf seine Physiologie nehmen, beziehungsweise einen Einfluss auf seine Handlungen, auf seine Entscheidungen. Es gibt Untersuchungen, die was besagen, dass 98% unserer Entscheidungen von unserem Unterbewusstsein getroffen werden. Also, dass wir gar nicht so den freien Willen haben, wie wir glauben, dass wir haben, sondern dass das so viel vom Unterbewusstsein entschieden wird. Okay. Das einmal zu dem. Und jetzt möchte ich auf die Geschichte eingehen, auf die Story, wie das Thema bei mir war. Ich habe in meiner Jugend ziemliches Sucht, immer gehabt, ziemliches Suchtproblem. Ich habe sehr viel gekifft damals in dieser Zeit. Und ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr 7 Mal die linke Schulter rausgekriegt. Das erste Mal war beim Skateboarden, dann auch beim Snowboarden, dann Freizeit, Fortgehen. Einmal hat mich eine Ex-Freundin von mir, die hat mich so kitzelt, ja.
Und ich hab dann mit der linken Hand wollte ich einfach ihre Hand weg da und auf einmal war mein Schulter ausgerenkt. Und ich so, boah, fuck. Hey, du kannst mir jetzt Schulter ausrenken. Und sie, bist du arg? Sag ich, nein, klar, du musst das jetzt machen. Bitte mach das, gell? Und im Endeffekt habe ich die Hand drunter da können und weil das alles schon so ausgeleiert war, hat sie dann nur angezogen und die Schulter ist wieder eingegangen. Das letzte Mal war im Schlafen. Ich habe geschlafen, ich hab was letzten Abend, Schulter wieder auf, zack, Schulter war ausgerenkt. Denke mal, fuck, das gibt's nicht. Bin zu meinen Eltern runter, hab meinen Dad aufgeweckt. Er hat es aber nicht einrenken können, weil die Schulter auch noch so komisch verdraht war. Gut, dann hat er mich um 3:30 in der Nacht ins Krankenhaus geführt. Der Arzt hat die Schulter eingerenkt und dann habe ich zu meinem Dad gesagt: Hey Papa, bitte, ich möchte mir die Schulter operieren lassen, okay? Kannst du mir das bitte organisieren? Mein Dad hat mir das dann organisiert in einer Klinik in Salzburg und tutto perfetto, alles gut. Bin nach der OP aufgewacht und alles passt. Aber was habe ich gemacht, weil ich damals so viel geraucht habe und so süchtig war? Ich war so dumm, dass ich mir einen Joint vorher draht habe, einen Joint mitgenommen habe. Und dann hat eine Schwester geleitet und gesagt: Hey, ich möchte nicht rauchen gehen. Und hat gesagt: Nein, darfst nicht. Gesagt, ja, ich kann sicher irgendwas unterschreiben, dass ich das machen kann. Hat gesagt: Okay, gut. Dann kannst du mir nicht helfen, kannst du das nicht verhindern. Und dann habe ich das gemacht. Bin da unten in den Garten ausgegangen mit dem weißen Kittel, ich weiß nicht, das war so in der Winterzeit, und habe so diesen Joint geraucht. Und was dann passiert ist, zwei Dinge, die was wichtig sind. Das erste, durch den Joint, durch das Highsein, hat sich das komplett verstärkt. Das heißt, es hat sich erstens mal die Wirkung von der Hypnose, das war wirklich nach dem Aufstehen sofort, die hat sich, keine Ahnung, verzehnfacht, verzwanzigfacht. Das sind ja oftmals Opiate, die was da im Körper injiziert werden, dass man dann narkotisiert ist und nichts mehr gespürt und ja, das war nicht gut und vor allem auch der Schmerz. Also der Schmerz hat sich hochpotenziert. Der Schmerz war verrückt enorm extrem. Also es war gigantisch, ja. Er macht Scheiße, 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 was hast du gemacht? Das war so dumm, es war so dumm, was du gemacht hast. Dann wieder meine Infusionsstange mit der Infusionsnummer, bin schnell rein, bin wieder auf in mein Zimmer und habe schnell der Schwester geleitet. Und da habe ich gesagt, ich habe solche Schmerzen, ne? Ob sie was machen kann, ob man irgendwas geben kann gegen die Schmerzen. Und sie hat nur gelacht und hat so süß gesagt, ja, geil, Herr Donaiski, die Zigaretten waren nicht gut. Und ich so, ja, wenn sie wissen. Gut, sie ist da gekommen mit einer Spritzen, hat mir die Schmerzspritzen gegeben, ich bin geschlafen und alles war gut. Ja, dann bin ich heimgekommen und ja, nach 2, 3 Wochen war ich natürlich am Wochenende wieder bei meiner Freundin, bei den Spezies. Ja, was habe ich gemacht am Wochenende mit meiner Freundin? Natürlich richtig, richtig viel Kifft. Richtig. Und was ist dann passiert? Auf einmal sitzt sie da so richtig stone und bam! Auf einmal war dieser Schmerz wieder da, also dieser Schmerz ist wieder auftaucht. Total. Ich dachte, Scheiße, das gibt's jetzt nicht. Was ist los? Ich bin dann beim Spätzl damals, er hat da so ein Bad hinten gehabt und ein Klo, ich bin ins Bad. Ich habe mein Leiberl ausgezogen, ich habe mir meine Schulter angeschaut, weil ich es nicht glauben können habe. Ich habe mir gedacht, Scheiße, die ist ausgerenkt, die tut so weh, was ist los? Ich habe dann meinen Freund gefragt, ich habe gesagt, hey Jungs, schaut mal. Ich habe das Gefühl, meine Schulter ist ausgerenkt, gell? Schaut euch das an. Und sagt, Alter, du hast zu viel geraucht, was der regt dich ab, was ist los mit dir? Ja, Schmerz war da. Gut, irgendwann in der Nacht bin ich dann heimgefahren, geschlafen, war wieder alles gut. Aber ich habe ja damals noch nicht zum Kiffen aufgehört gehabt. Ich habe ja weiter geraucht. Ja. Und jetzt war das Problem, jetzt ist es immer öfter Kummer, wenn ich was geraucht gehabt habe. Das heißt, der Schmerz ist immer öfter Kummer. Was ist mit mir passiert? Ich habe immer mehr Angst gehabt vor dem Schmerz. Das heißt, ich habe mich jetzt gedanklich damit zu beschäftigen angefangen. Ich habe Angst gehabt, dass das wieder Kummer kann. Ich habe mich gefragt, warum ist das da? Ich habe richtig Schiss gehabt, dass das nicht mehr weggeht. Und irgendwann, zack, bam. Ja, was ist passiert? Vor allem habe ich einen nüchternen Zustand, den Schmerz gehabt. Er war da. In der Arbeit, damals als Programmierer gearbeitet, ich weiß nicht, beim Programmierplatz, der war so in der Ecke, wenn ich da hingegangen bin, ich habe das so oft gehabt und irgendwann war ich so überzeugt, irgendwann habe ich den Glauben so dran gehabt, dass wenn ich
auf meinem Platz sitzt, dass der Schmerz kommt und ich habe da nur ins Programmierkammer einige müssen und bei der Tür stehen, auf einmal zack, ist der Schmerz schon wieder da gewesen. Und das waren so viele Situationen so. Das heißt, das war wieder der Loop. Das war wieder dieser Kreislauf. Und ich habe mich gedanklich dann so viel damit beschäftigt gehabt, dass ich mir es wirklich hergeholt habe. Dass ich mir es dann im nüchternen Zustand auch hergeholt habe. Weil, was ist denn, wenn ich was denke, ich will was nicht haben? Wenn ich jetzt sage, denke nicht an den Eiffelturm. Denke nicht an einen rosa Elefanten. Es funktioniert nicht, weil unser Gehirn Verneinungen nicht verarbeiten kann. Also, es funktioniert nicht. Und alles das, was ich denke, ich will es nicht haben, ich gebe meinem Gehirn, meinem Unterbewusstsein das Bild von dem, was ich haben will. Oder Beispiel Tennis. Wenn ich beim ersten Aufschlag einen Fehler gemacht habe und im zweiten Aufschlag, und was denken Tennisspieler manchmal? Nur kein Doppelfehler, nur kein Doppelfehler. Aber was signalisiere ich meinem Unterbewusstsein damit? Doppelfehler, Doppelfehler. Also, ja, kann unser Gehirn nicht verarbeiten. Und bei mir, ich bin damals da eingestiegen, ich habe diese Erfahrung gemacht. Ja, ich habe diese Erfahrung gemacht. Und dadurch ist irgendwann der Glaubenssatz entstanden: hey, ich hab das, ja, ich krieg das nicht mehr weg. Was ist, wenn das immer da ist? Und mit dem Modell habe ich dann wirklich verstanden, wie ich selber dafür gesorgt habe, dass ich das in meinem Körper bewegt habe oder dass das in meinem Körper herkommen ist. Ich habe mal mit einem ja, Bekannten geredet, also der hat ein Fitnessstudio, und ich habe ihm das erklärt und der hat mir das dann extrem wissenschaftlich, ja, also ich kann das sehr einfach erklären, und der hat mir das sehr, sehr wissenschaftlich erklärt, was da genau passiert. Er hat mir das dann erklärt: hey, schau her, genau das ist das Problem. Das ist oft so mit Phantomschmerzen oder chronischen Schmerzen oder so körperliche Phänomene, wenn es einfach im Gehirn so verankert ist, wenn es bei den neuronalen Verbindungen so verknüpft ist, dass es einfach drin ist. Und das ist ja oft so, du hast sicher schon mal die Geschichte gehört, dass wer einen Arm verloren hat oder einen Fuß amputiert gekriegt hat und dass der dann die Schmerzen noch gespürt hat. Entweder im Fuß, in der Hand, im Finger, in dem Zeh, whatever. Ja. Dann denkt man sich, das gibt es ja nicht. Also, wenn der Arm amputiert ist, dann ist er ja amputiert. Aber im Nervensystem und im Gehirn sind einfach diese Erinnerungen gespeichert. Das ist drin. Und dann spürt dieser Mensch wirklich diesen Schmerz. Ja, der hat den dann. Genauso wie es bei der Dame war, mit einem vierfachen Bandscheibenvorfall, die sie das operieren lassen hat. Ja, der hat das auch noch gespürt gehabt. Und viele andere Menschen, du hast das auch. Und bei mir mit der Schulter war es genau dasselbe. Und da habe ich wirklich verstehen angefangen, warum das so ist. Und ja, wenn du jetzt auch von so einem Thema betroffen bist und du so ein Thema hast, entweder mit chronischen Schmerzen, mit Phantomschmerzen oder irgendwelche anderen körperlichen Phänomene, dann lass das auf jeden Fall unbedingt medizinisch abklären. Ganz wichtig vom Spezialisten. Wie gesagt, ich habe das damals auch gemacht. Ich war natürlich bei verschiedenen Ärzten im Krankenhaus, ich habe das röntgen lassen, MR machen, Kortisonspritzen, verschiedenste Sachen. Und irgendwann habe ich dann so ja, gesagt gekriegt: naja, Erdoneiski, vielleicht ist es psychosomatisch. Und ich meine, psychosomatisch, was heißt das? Ich bin ja nicht verrückt, bin ja nicht deppert. Gar. Im Endeffekt war es so, also es war psychosomatisch, es war verankert. Ich habe es dann auch weggebracht mit gewissen Techniken, aber das erkläre ich mal in einem anderen Video, weil das würde jetzt zu lang werden. Aber ich habe das weggebracht mit einer coolen Technik, mit viel Willenskraft, mit viel Einsatz, aber das geht. Natürlich geht das auch mit Selbsthypnose. Das heißt, wenn ein Mensch sowas hat und er lernt Selbsthypnose, also das kann gehen, das ist natürlich keine Garantie, aber es kann funktionieren. Und er ist bereit, Selbsthypnose zu lernen und das dann bei sich anzuwenden, dann kann ein Mensch das erreichen, dass er das bei sich wegbringt, dass er Schmerz reguliert, beziehungsweise dass er es ganz wegbringen kann. Ja, wenn die das interessieren wird oder du wen kennst, für den das interessant ist, dann kannst du gern auf meine Homepage gehen, www.christoph-donaisky.at. Hab die unten in der Beschreibung auch verlinkt, kannst dort auf Kontakt gehen und kannst mich gern kontaktieren.
wenn du sowas in einem Termin bei mir, in meiner Praxis durchgemächst oder du wen kennst, für den das interessant ist. Genau. Oder wenn du auch mal bei mir auf einen Vortrag vorbeikommst zu die Kraft des Unterbewusstseins, wie Gedanken unsere Realität erschaffen, dann gehe dieses ganze Thema noch viel mehr in der Tiefe durch mit ganz viel Übungen, ja, und ganz viel coole Sachen. Des Weiteren freue ich mich natürlich, wenn du dem Video dein Like gibst und meinen Kanal abonnierst, wenn dir das gefallen hat. Und ja, werde bald wieder ein Video machen. Für heute war's das. Alles Gute, bis bald. Ciao, Baba.